Herzlichen Glückwunsch zum vierten Sieg in Folge. Wie war es für dich heute, den Sieg dann zumindest ab der letzten knappen halben Stunde sozusagen dann auch auf dem Platz wieder mitgestalten zu können? Ja, erstmal vielen Dank. Ja, war ein super Gefühl. Also jetzt nach 4 Monaten Pause, verletzungsbedingt, habe ich mich wieder zurückgekämpft in der Reha und bin ich natürlich dankbar, dass ich jetzt heute schon zum Einsatz gekommen bin. An der Fitness kann man sicherlich noch ein bisschen arbeiten, aber das kommt dann hoffentlich in den nächsten Wochen. Du sprichst die Fitness an. Wie fühlst du dich, sag mal, abgesehen von dem Glücksgefühl, wieder auf dem Platz zu stehen? Bei wie viel Prozent, fragt man ja gerne, bist du dann schon? Ja, es ist ganz schwierig abzuschätzen. Ich bin jetzt ungefähr 2 Wochen voll im Mannschaftstraining. Ist natürlich nach 4 Monaten, da fehlt noch ein bisschen was. Hat man heute, denke ich, auch gemerkt, ist immer schwierig, wenn man eingewechselt wird. Dann nach einer gewissen Zeit geht so ein bisschen die Puste aus. Aber ja, trotzdem haben wir den Sieg über die Zeit gebracht. Die Jungs haben das wieder super gespielt, teilweise am Schluss ein bisschen in Bredouille gekommen. Aber im Endeffekt, denke ich, ein sehr verdienter Sieg. Du sprichst den verdienten Sieg an. Womit hat die Mannschaft in sich aus deiner Sicht in erster Linie verdient? War ja ein bisschen merkwürdig am Anfang in Rückstand geraten, aber dann gar nicht lange drüber nachgedacht, direkt weitergemacht, auf die Stärken besonnen und deswegen dann natürlich auch zwei Sonntagsschüsse von Maurice, ein super Tor von Medo. Haben wir uns verdient, haben immer wieder Druck gemacht über außen und denke ich dann auch die Kontrolle über das Spiel übernommen. Du hast ja die Partien natürlich auch in der Zeit, wo du nicht selbst auf dem Platz stehen konntest, verfolgt. Wie war das für dich, als du das erste Mal Medo vorne gesehen hast? Ja, anfangs überraschend, aber gerade auch in Kaiserslautern hat er es wirklich super gemacht und da ist er auch auf jeden Fall eine Alternative da im offensiven Bereich. Stichwort Alternativen. Bei all den Spielern, die im Winter noch dazugekommen sind, fällt ja auf, dass sie sich relativ nahtlos, wenn ich jetzt heute mal an Kevin Langford zum Beispiel denke, nahtlos einfügen. Woran liegt das? Macht ihr es den Spielern so leicht in der Integration? Oder wie würdest du als erfahrener Spieler, der auch schon ein bisschen was mitgemacht hat, es einschätzen? Ja, ich denke beides. Also sie bringen sich super ein, sind direkt aktiv, trauen sich was zu, sind super integriert, wir haben einen guten Teamgeist und das ist eigentlich für jeden, der neu kommt und der sich voll einbringt und 100% Gas gibt, auch im Training, für den ist es nicht schwierig, Teil der Mannschaft zu sein. Dankeschön. Gerne.